der Fußball, der den Rechten gehörte, sowohl von den Medien her, als auch von den Fans in den Kurven her, das hast du massiv aufgebrochen. So, es gibt den alten Stamm bei St. Pauli. Und als wir da ankamen aus der Hafenstraße, lange Haare, Lederklamotten, bunte Haare und so, die waren echt nicht erfreut. Also wir reden hier von 1988, wo in den Stadien noch deutsche Schlager liefen, aber niemals Punkrock. Wirklich so verkrusteter bürgerlicher Scheiß. Und dann steht der Torwart eines Bundesliga-Clubs, dreht sich vorher um und steht so vor der Kurve mit erhobener linker Faust. Die sind alle Amok gelaufen. Aber wir haben den Verein zu dem gemacht, was er letztendlich heute geworden ist. Wir haben Häuser besetzt und dann haben wir einen Fußballverein besetzt. So war das. Das war eine freundliche Übernahme.